hier schon am Titel und am Bild, dass wir heute mit allen Mythischen so ein kleines Turnier machen. Und wir fangen auch schon direkt an. Erstmal fangen wir an mit dem Schaden. Ich habe sie alle auf Power 7, deswegen passt das auch. Wir werden einmal hier Schaden machen. Okay. Die Zahl seht ihr jetzt unten eingeblendet mit Mortis. Ich sehe es leider noch nicht. Im Schnitt sehe ich das dann erst. Ja, wir gehen dann wieder raus. Dann machen wir mit Tara weiter. Okay. Die Zahl wird jetzt eingeblendet. Damit seht ihr jetzt den Punktestand auf dem Bild. Manches werde ich erst, wie gesagt, im Schnitt sehen. Das meiste. Jetzt haben wir nochmal Bilder von den mythischen Brawlern eingeblendet. Wie viel Leben die haben. Das sehe ich zum Beispiel erst im Schnitt, wer gewonnen hat. Und ja. Dann kommen wir zum dritten Format. Das dritte Format. Das dritte Format. Das dritte Format ist, wer hat die beste Ulti? Ich sag das jetzt einfach mal. Ich zeige sie euch auch noch mal einfach. Hier. Ich zeige euch alle Ultis jetzt nochmal und begründe dann, welche die beste ist. Leute, jetzt noch Genie. Hier, ihr seht's. Also ich finde Genies Ulti am schlechtesten. Weil das ist eine Hand, die ranzieht und Genie ist eh nicht so doll, der Nahkampf-Brawler. Am zweitbesten finde ich Mortis Ulti, weil wenn man die Ulti pfeffert, dann bekommt man noch Leben dazu wieder. Und bei Tara finde ich einfach die beste, weil ihr seht es einfach. So, jetzt
kommen wir zum vierten Format. Leute, wie gesagt, jetzt geht's weiter mit dem vierten Format. Und zwar werden euch jetzt Screenshots eingeblendet, welcher Schuss am weitesten geht. Also, aber Leute, ihr müsst beachten, Genie denkt es euch einfach weiter, weil Genie hat noch diese Dinger. Also sage ich euch, Genie ist schon mal erster. Das ist das Einzige, was ich euch verraten kann, weil zählt diese Dinge einfach mit. Gehört zum Schuss. Und jetzt die Bilder. Leute, das waren die Bilder. Ja, und jetzt kann es nochmal extra Bonuspunkte geben. Also, das Ding ist, wenn man das erste Format gewinnt, wenn man ein Format gewinnt, kriegt man 3 Punkte. Wenn man zweiter wird, kriegt man 2 Punkte. Und wenn man dritter wird, kriegt man 1 Punkt. Ja, und hier gibt es halt richtig einen Bonuspunkt, weil wir spielen jetzt Showdown mit jedem Baller. Und hier gibt es 4 Punkte, wenn man erster wird und 2, wenn man zweiter wird und 1, wenn man letzter wird. Also so wie immer, bloß, dass es einen Bonuspunkt gibt, wenn man erster wird halt. So, ich muss mir dann nur die Platzierung merken. Ich versuche, möglichst defensiv zu spielen. Und mit Mortis kann man das am besten. Okay. Okay. Das sind alle, die noch leben. Okay. Dritter sind wir. Ah, nein. Okay, jetzt sind wir wieder voll aufgeladen. Und wir wurden einfach mal Erster mit Mortis, Leute. Aber ich meine, von den ganzen Brawlern, wenn. Und das ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass Mortis von unserem die vier Pluspunkte bekommt. Jetzt ist auf jeden Fall Tara dran. Mortis war auf jeden Fall Erster. Dazu.
Okay. Leute, ja, nicht so. Oh, es buggt. Leute, mit Tara wurden wir Siebter. Übrigens, Leute, ihr könnt auch in meinen Clan kommen. Der erste, der reinkommt, der mit dem spiele ich, obwohl er kein Abonnent ist. Ihr wisst, ich spiele immer mit Abonnenten. Und der erste, der hier reinkommt, mit dem spiele ich halt, obwohl er kein Abonnent ist, halt im Video. Und wenn er ein Abonnent ist, dann spiele ich trotzdem mit ihm. Okay. Ja. So, mit Tara wurden wir Siebter und mit Jean nie. Hier übrigens unten auch eingeblendet schon die ganze Zeit, aber ich sehe es halt nicht, weil ich das im Schnitt machen muss. Ja, danke für die Power Cubes, sage ich nur. Okay. Damit wäre Genie jetzt so oder so Zweiter. Weil, also, er kann natürlich noch mit Mortis gleichzeitig Erster werden. So. Leute, was machen wir dann? Wenn Genie auch Erster werden sollte, dann geben wir keinen 4 Punkten? Geben wir dann beiden 2? Ah nein, mir. Da müssen wir noch mehr Minen liegen. Oder war das die letzte? Nein! Oh nein! Oh Mann. Oh nein, nein. Oh Mann. Ja, damit ist Jean Zweiter geworden. Und jetzt der Punktestand. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich sehe es erst im Schnitt, Leute. Und ciao, euer Enoball.